Spotify. Hallo liebe Toasties und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar ist heute das neue Update rausgekommen und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn wir mal ein Video gemeinsam machen, wo wir das Update kaufen und uns gemeinsam anschauen. Und so habt ihr auch meine echte Reaktion, ob mir das Update gefallen würde und ob ich es euch empfehlen würde oder nicht. Na gut, dann schauen wir uns das mal an. Es schaut schon mal sehr süß aus. Es kostet 99 Cent, das ist alles dabei. Schon mal 14 Outfits, 2 für kleine Kinder. Ist eigentlich kein so schlechtes Update. 8 Mützen, 2 Brillen und sonst nur Mützen, was auch eigentlich ganz süß ist. 8 Haare. Es sind diese komischen blauen Haare, ich weiß nicht, ob mir die gefallen werden. Aber sonst finde ich, schaut das eigentlich ganz süß aus, die ganzen Klamotten. Es ist alles sehr beige. Was ich eigentlich eh ganz süß finde, vor allem wenn du Stories machst mit normalen Menschen, ist das eh ein normales Outfit, was sie anziehen würden. Und schon habe ich es gekauft. Gut, schauen wir mal, ob es uns gefällt. Spiel starten, jetzt. Okay, ich habe mir überlegt, wir machen einen Jungen, ein Mädchen und ein kleines Kind. Fangen wir mit dem Mädchen an. Ich mache mal basic, einfach normale Hautfarbe und jetzt schauen wir uns die Haare an. Okay, machen wir sie mal blond. Also nein, das Blaue, also das finde ich nicht schön. Oh, diese Haare sind ja cool für einen Jungen. Urcool. Ja, das ist eigentlich auch ganz süß. Finde ich jetzt nicht so toll, aber eigentlich ganz süß. Ja, ich weiß nicht. Was sagt ihr? Das weiß ich auch nicht. Ist eigentlich nicht so cool. Die Haare sind eigentlich eh ganz süß. Oh, das sind meine Lieblingshaare. Die fand ich schon im Trailer so schön und auch in schwarz. Oh, urschön. Urschön. Oh, das taugt mir. Dieses Blaue immer. Wieso blau? Das ist auch süß. Aber wieso hat sie die Mütze oben? Und die Mütze kann man noch gar nicht wegnehmen. Das finde ich ein bisschen schade. Dann hat sie immer... Stell dir vor, ich will ihre Frisur im Sommer nehmen. Dann hat sie immer eine Mütze auf. Und hier gibt es keine Haare. Okay, gut, weiter. Schauen wir mal als nächstes. Gut, ja, ich würde sagen, wir nehmen diese Haare für das Mädchen, oder? Das sind ein Bart. Sollen wir ein Bart geben? Spaß. Machen wir schnell schöne Augen. Wo sind meine Lieblingsaugen, die mit den Wimpern? Ah, hier. Perfekt. Jetzt machen wir noch meine Nase. Ich nehme immer diese Nase. Die schaut, ich finde, ursüß aus. Und dann brauchen wir noch einen passenden Mund. Welchen sollen wir da am besten nehmen? Ich will ein schüchternes Mädchen machen. Ja, das schaut ja nicht so schüchtern aus. Ah, das ist perfekt. Das ist perfekt im Mund. Dann machen wir ein paar Sommersprossen. Oder? Sollen wir? Ja, nein, oh, ich weiß, was ich mache. Ich mache diese strahlenden Backen. Das mache ich auch urgerne. Ich finde, das schaut immer voll süß aus. So, und dann genau geben wir drunter noch diesen Blush und dann schaut sie aus wie so ein Anime-Charakter, der gerade rot wird. Oh, warte, das mache ich dunkel und das andere hell. So, na, nicht so hell. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Gut, und jetzt kommt es zu den Outfits. Schauen wir uns mal an, was sie für Outfits haben. Gibt es bei den T-Shirts gar nichts? Manchmal muss man runtergehen, weil ab und zu, wenn du ein Update kaufst, ist das auf einmal ganz unten statt oben. Was ein bisschen nervig ist, aber okay, nein. Komisch. Ah, hier. Okay, das finde ich eigentlich ganz süß, oder? Ja. Schauen wir das nächste an. Das ist eigentlich auch süß. Ah, ja, das gefällt mir. Das nächste. Ich weiß nicht. Ist eigentlich eh okay, aber ist jetzt nicht so mein Favorite. Das ist urschön. Oh, das gebe ich den Jungen. Das ist ja das urgeile Outfit. Ist ja perfekt. Gibt es mehr? Nein. Okay. Das ist urschön. Oh, für das Mädchen. Urcool. Das ist aber auch süß. Das gefällt mir auch. Das ist ein bisschen koreanisch, finde ich. Aber das wird das Outfit für das Mädchen sein. Oh ja. Bei den Sportsachen gibt es nichts, oder? Nein. Nein, ich muss ja den Pyjama anziehen. Das ist mein absoluter Favorite, der Pyjama. Okay, und der nächste. Oh, der ist aber auch süß. Der ist ursüß. Und der, das ist auch schön. Wow, das gefällt mir. Oh, sogar die schwangere Version gibt es dazu. Das schaut ja ursüß aus für so die Mutter, wenn sie mal schwanger wird. Urcool. Aber ich muss sagen, der Pyjama ist und bleibt einfach mein Favorite. Der ist so süß. Okay, die Jacken. Das ist eigentlich auch ein süßes Outfit, vor allem für einen Jungen. Das ist cool mit dem Schal. Das ist urschön. Das gefällt mir voll gut. Ja, das mit dem Schal fand ich am besten. Okay, hier ist nichts. Okay, da haben wir eine Mütze. Auch eigentlich ganz süß. Ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber ich mag nicht so gerne Sachen auf den Kopf haben. Ich finde immer, dass man die Haare sieht, finde ich immer schöner. Okay, Mütze. Auch süß. Das mit dem Bären ist ja ursüß. Also das schaut ja voll niedlich aus. Und ja, eine normale beige Mütze ist jetzt nicht so besonders. Ja, ich glaube, mir die Bärenmütze gefällt mir irgendwie am besten bei diesen Mützen. Oder die, ich weiß nicht. Oh ja, die Bärenmütze. Ein Haarband auch mit den Bären, auch süß eigentlich.
Okay, schauen wir weiter. Da ist nichts. Und jetzt Brillen. Ist diese Brille dazugekommen? Oder die? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nein, nein. Okay. Oh, das ist cool. So Earpuffs. Das ist eigentlich ganz süß. Okay, schauen wir noch. Oh, für das Bärenpyjama. Okay, das ist auch cool. Schade, dass man aber die Haare nicht sieht. Okay, das war es eh auch schon bei den Sachen. Gut, machen wir das Mädchen. Also ich will ihr einfach das Pyjama-Outfit geben. Sollen wir ihr eine Mütze geben? Eigentlich unnötig, wenn sie ein Pyjama anhat, oder? Vielleicht so ein Haarband? Nein, passt schon. Okay, ursimpel das Mädchen, ich weiß. Aber ich finde sie ursüß. Jetzt machen wir noch schnell ihren kleinen Bruder. Gut, einfach dieselbe Hautfarbe, dann ein bisschen ein Schmunzeln, weil der kleine Bruder ist ein Frechdachs. Ihr wisst eh, was er immer macht. Der liebt Fortnite! Oder Roblox. Gut, machen wir noch ein paar Wangen. Das machen wir rosa. Ja. Augenbrauen. Sollen wir böse Augenbrauen machen? Nein, natürlich nicht. Er ist ein lieber Bruder. Machen wir noch eine spitze Nase und das auch rosa. So. Das ist so mein Standard, wie ich Leute immer mache. Ja, es gibt nur diese zwei Outfits. Ich nehme das. Soll ich ihm dazu die passenden Ohren geben? Es gibt ja diese Mütze, oder? Soll ich ihm das geben? Oder wo ist das andere? Nein, nein, nein. Oh Mann, man sieht ja... Oh Mann, warte, ich muss die Mütze weggeben. Das oder das? Ah, ich glaube, ich lasse das. Das schaut irgendwie lustig aus. Okay, und jetzt kommt den Jungen, ihren Freund. Den nennen wir... Wie sollen wir die Charakter nennen? Ihr dürft das entscheiden. Schreibt das in die Kommentare. Und der Kommentar mit den meisten Likes, also schreibt mir einen Mädchennamen, einen Jungennamen und der Brudernamen. Also schreibt euch ein Mädchen, Doppelpunkt, der Name, Bruder, Doppelpunkt, der Name und... Freund, Doppelpunkt, der Name. Und das mit den meisten Kommentaren, das werde ich dann pinnen. Und so heißen die Charakter dann, okay? Ich nehme natürlich die Haare, weil die Haare sind am coolsten. Wir machen ihm nett ausschauend, weil er ist ein netter Freund. Und genau, ein bisschen ein paar rosa Backen noch für ihn. Und jetzt geben wir ihm das coole Outfit für den Junge. Wo war das? Ah, hier. So. Ja, das schaut cool aus. Habt ihr das Vibrieren gehört? Die Lilly hat mir gerade eine SMS geschrieben. Weil ich habe gesagt, dass das neue Update da ist. Und sie wird es sich jetzt auch kaufen. So, soll ich ihm eine Mütze geben? Nein. Ich finde, seine Haare sind zu groß. Es passt irgendwie nichts. Eine Brille? Nee. Die Ohrpuffs? Sollen wir das geben? Nein. Ich bin nicht so ein Fan von Kopfbedeckungen. Also zumindest nicht von großen. Ja. Und das war's auch schon. Hey, weißt du, was ich mache? Ich werde noch schnell ein kleines, simples Schlafzimmer einrichten, so für diese Ästhetik. Und dafür nehmen wir das simple Haus, das Gratishaus. So, und da sind wir auch schon. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4 Zimmer. Hier wird das Badezimmer sein, hier wird so ein kleines Wohnzimmer sein, hier wird die Küche sein und hier das Schlafzimmer, okay? Das wird von der Schwester und dem Bruder das Haus sein. Und der Freund kommt immer zu Besuch. Gut, wir fangen mal mit dem Badezimmer an. Und wir werden, so wie das Update ist, alles so ein bisschen beige machen, okay? Und dafür fangen wir mal mit den Wänden an. Schauen wir mal, was dazu passt. Jetzt fangen wir mit der Wanne an. Wir brauchen etwas, was schaut denn so beige-Ästhetik aus? Eigentlich das hier, oder? Aber das schaut eigentlich nicht so schön aus. Ich kann es hier nach unten hingeben. Ja, oh ja, ich mache das so. So, dann nehme ich das Waschbecken. Nehmen wir das Waschbecken hier hin. Und das Klo unter dem Fenster. Ich nehme einfach das normale weiße Klo. Das ist jetzt nicht so beige Ästhetik, aber man kann nicht alles haben im Leben, ne? Findet ihr das nicht auch? So, dann nehmen wir den runden Spiegel, der ist hübsch. Und jetzt brauchen wir noch Zahnhygieneartikel. Apropos, wir brauchen hier auch noch so ein bisschen meinen Lieblingsgegenstand. Genau, das passt doch perfekt. Brauchen wir hier. Wir brauchen hier Zahnhygieneartikel. Nein, das passt ja gar nicht. Ja, nehmen wir einfach die normale Zahnbürste. Ist zwar nicht so beige, wie es sein sollte, aber egal. Klopapier noch, weil braucht man halt. Ich glaube, ich muss nicht sagen, warum. Das kann man da leider nicht hinstellen. Okay. Ja, das passt schon. Noch ein bisschen Seife für unten. Haben die irgendwas, was nicht? Was ein bisschen mehr ästhetisch ist? Ja, so grün, das passt noch. Das passt perfekt. Ja. Und noch Pflanzen. Ich liebe Pflanzen. Und Lichter brauche ich auch noch. Immer, egal, wenn dein Haus langweilig ausschaut, mein Geheimnis, Pflanzen. Das hilft immer. Oh, die nehme ich. Pflanzen helfen immer.
Ist dein Haus langweilig? Nimm ein paar Pflanzen. Boah, das ist ganz schön hell. Gehen wir mal schnell ein paar Pflanzen. Geben wir da hinten eine. Gut, finde ich eigentlich ganz süß. Was mir aber noch eingefallen ist, es gibt hier dieses Teil. Das nehme ich eigentlich auch, weißt du was, wir nehmen das Ganze ein bisschen weiter in die Mitte. So, genau hierher. Und da werde ich die Handtücher und die Bade. Ich finde diese goldenen eigentlich nicht so schön, aber dabei haben wir nichts anderes. Wollte ich nicht Pflanzen nehmen? Ich lasse mich so schnell ablenken. So, Pflanzen. Siehst du, schaut schon viel besser aus. Es ist nur jetzt eine Pflanze mehr und das Badezimmer schaut schon viel besser aus, oder? Machen wir noch eine Kletterpflanze hier. Eine kleine Pflanze da. Wo ist die andere hier? Wir sie drehen. Und nehmen wir die auch noch dazu, weil Pflanzen halt. Ah, die auch noch. Schaut ein bisschen aus wie ein Dschungel, aber ihr könnt, also das ist vielleicht, ja, dann machen wir es, dann tauschen wir, gehen wir die daher. So, ja, das schaut besser aus. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit den Lichtern, ich gebe nur eine Lampe. So, warte, schauen wir sich mal das an. Ich meine, hallo, ist das nicht ein schönes Badezimmer? Ein Teppich fehlt. Ich bin ein bisschen verwirrt, seit es das neue Update gibt. Jetzt, wo alles irgendwie so leicht neu sortiert ist. Ah, schau, wir geben sie da unten. Ja, das schaut okay aus, warte. So. Weil wenn er dann runtersteigt, dann wird nicht der Boden nass, sondern nur Teppich. Perfekt. Gut, hier haben wir gesagt Wohnzimmer. Dafür brauchen wir mal ein Sofa. So, was passt zur Beige-Ästhetik? Ja, eigentlich hier dieses Katzensofa-Ding, oder? Das da. Sollen wir das dann noch dazugeben? So ein bisschen cozy machen. Und was ich gerne mache bei kleinen Räumen, wo ich nicht so viel Platz habe zum Gegenstände hinstellen, weil das ganze Sofa hat eigentlich schon den ganzen Raum voll gemacht. Ich nehme gerne diese Regale, die man in die Wand geben kann. Wo ist das Schöne, das da? Das gefällt mir voll gut. Dann nehmen wir einfach drei davon. Okay. Schaut eigentlich schon mal ganz cool aus, oder? Was machen wir? Wir geben wieder eine Pflanze. So. Achso, ich musste ja Sachen reinstellen. Warte kurz, das machen wir als erstes. So, beige. Fangen wir mal mit random Zeug an. Das ist braun. Das geben wir mal hier hin, damit sie vielleicht nicht alle so nebeneinander sind. Die Weltkugel passt eigentlich auch irgendwie dazu. Kann ich hier hingeben. Oh, das können wir auch machen. So Kisten hinstellen. So, und diese Kiste nehmen wir auch noch dazu, weil wir es können. Soll ich ein Schachbrett da hinten? Nein, das ist ein bisschen random. Geben wir den auch noch dazu, der schaut irgendwie cool aus. Schaut irgendwo cool aus. Ja, das war's ja auch schon wieder. Oh, Bücher. Voll. Ich gebe ein paar Bücher senkrecht hin, also richtig. Und ein paar Bücher gebe ich aber auch so hin. So. Dann nehmen wir unser Journal, den geben wir da rein. Das war's auch schon. Die Briefe kann ich eigentlich auch noch nehmen. Die gebe ich. Hallo. Oh, das ist sicher wegen der Pflanze, oder? Ja, natürlich. Ein bisschen spinnt Tokaboka schon, muss ich ehrlich zugeben. Manchmal nervt es mich, aber man kann nicht alles perfekt machen. Gut, nehmen wir die Lupe noch, die geben wir da rein. Und dann die gehen wir zum Journal dazu. So kann man nicht. Ja, dann so, passt. Eine Säge. Stellt euch vor, es ist einfach eine random Säge im Wohnzimmer. Habt ihr eine Säge in eurem Wohnzimmer? Schreibt das in die Kommentare. Warte, da unten ist ein Ding, das nehme ich auch immer gerne. Und da gebe ich eine Lampe hin, das heißt, das Teil muss ich dann aber weggeben. Weil ich werde hier eine Lampe hingeben, so eine Nachttischlampe. Aber welche? Gibt es eine braune? Die da. Aber die passt irgendwie. Nein, die taugt nicht. Die ist ein bisschen zu fancy, die schaut so fancy aus. Was ist mit der? Die ist doch cool. Ja, die passt. Ja, die passt. Die machen wir schnell noch von oben ein Licht. Dann nehmen wir einfach so ein simples. So zwei von diesen. Einmal links, einmal rechts. Und die Weltkugel gebe ich jetzt darunter, weil irgendwie nimmt mir die oben zu viel Platz weg. Ist auch eine süße Deko, oder? Und jetzt nehmen wir wieder ein paar Pflanzen. Erstmal geben wir die Pflanze retour. Die verdeckt eh das untere. Okay, was haben wir für braune Pflanzen? Das ist süß. Oh ja, ich weiß schon, was ich mache. Ich gebe das weg. Nehme das und gebe das da rein. Und das weg. Das gefällt mir. Das noch daher. Und ein Teppich. Das war eh immer. Das war einer meiner Lieblingsteppiche früher. Den nehme ich aber. Den nehme ich. Und warum? Weil ich es kann. Gefällt es euch nicht? Ja, ich suche es aber aus. Streite ich gerade mit mir selber. Oh nein, machen wir einen Teeservice.
Ah, perfekt. Perfekt. Brauche ich noch hübsche Tassen? Die kriege ich aber hier. So, schauen wir mal nach braunen Tassen. Ah, perfekt. Dann nehme ich einfach zwei von diesen. Passt schon. Sehr gut. Füllen wir eine auf. Und eine ist leer. Okay, brütig. Und das ist unser Schlafzimmer. unser Wohnzimmer. Warte, ich bin das ein bisschen weiter rein alles. Und das ist unser Wohnzimmer. So. Was ich am meisten mag, sind immer die Küchen. Das ist eigentlich ganz schön. Schauen wir mal, was es noch gibt in Braun. Nein, das gefällt mir nicht. Das nehme ich. Das da? Nein, das nehme ich nicht. Oh, das geht auch noch. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und genau, weißt du, ich werde eine Kücheninsel machen. Gibt es eigentlich einen beigen Kühlschrank? Ah ja, den da. Den altmodischen. Oh, ich brauche noch Platz für einen Esstisch, merke ich gerade. Okay, dann muss ich doch das ein bisschen umändern. Und zwar, ich werde hier die Arbeitsfläche machen. Dann mache ich den Kühlschrank darüber. Hier werde ich noch so eine kleine... Und hier werde ich den Esstisch machen, links. Okay. Oh, das passt ja perfekt. Soll ich die Couch weggeben? Oder auf die Seite? Also die Pflanze passt mir irgendwie nicht mehr dazu. Ja, und so stelle ich eigentlich, also so mache ich immer meine Häuser. Das ist immer so probieren und schauen und nehme einfach immer irgendwelche Sachen und schaue, ob es mir gefällt. Und dann nehme ich es wieder weg und dann gebe ich wieder was anderes hin. Was ist jetzt, arbeite ich gerade wieder im Wohnzimmer. Genau, hier wird so eine Arbeitsfläche sein. Und dann brauche ich noch Stühle. Hier gebe ich einfach die braunen Stühle hin. So. Und hier gebe ich auch braune Stühle hin, weil ich habe nichts anderes. Oh ja, die da. Und machen wir noch für das Kind. Und was geben wir in die Mitte? Genau, eine Pflanze. Aber nur eine kleine. Oh, die ist doch süß. Und das passt auch im Wohnzimmer rein. So, und hier hinten werden wir ein Bild hingeben. Ein beiges Bild. Das sind noch beigigere Bilder. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Und hier hinten wird auch noch ein... Oh, ich weiß schon, was ich da hinten mache. Hinten kommt ein Regal mit dem ganzen Geschirr und alles, was man halt in der Küche braucht. So, und da geben wir jetzt beiges Besteck und alles rein. Alles, was man jetzt braucht zum Kochen, was irgendwie braun und beige ist. Und was fehlt noch? Richtig, Pflanzen. Machen wir ein paar Hängepflanzen bei den Wänden runter. Und das war's auch schon. Das ist die Küche. Wie gefällt es euch? Von 1 bis 10, wie sehr gefällt es euch? Und jetzt zu guter Letzt noch das Schlafzimmer und dann haben wir es geschafft. So, jetzt bin ich mal neugierig. Gibt es überhaupt beige Betten? Haben die, ich glaube, das ist eh die Standardsachen, oder ja? Ich will hier kein Doppelbett machen, weil das nimmt mir zu viel Platz weg. Ich glaube, ich nehme einfach das hier. Oder Stockbett. Ja, dann teilen sie sich ein Zimmer. Fangen wir einfach mal mit dem Teppich an. Dann nehme ich diesen. Dann braucht sie einen Kleiderschrank, because Klamotten. Oh nein, ich weiß, was ich mache, um mir wieder Platz zu sparen. Nehme ich das hier. Oder kann sie ihre... Oh, ich werde die beigen Outfits dann noch da reingeben. Oh, das ist eine gute Idee. Leute, ihr bringt mir immer so gute Ideen. So, jetzt noch einen Schreibtisch hin. Genau das habe ich gesucht. Ich habe jetzt so lange nach dem gesucht. Oh. Ah nein, weißt du was? Ich werde ihr Arbeitsplatz hier in den Raum machen. Weil hier oben werde ich noch ein Kästchen hinmachen. So, und dann nehme ich noch eine Kiste für Spielsachen wegräumen. Also, ich weiß nicht, ob euch dieses Video überhaupt interessieren wird. Es ist halt ein bisschen alles drunter und drüber, weil ich habe noch nie so eine Art Vlog gemacht. Deswegen, ja, ihr müsst mir dann sagen, wie es euch gefallen hat. Ob es euch gefallen hat, ob ich mehr solche... Ich habe überlegt, ich könnte das immer, wenn ich so eine neue Story mache, dass wir gemeinsam die Charakter machen und dann... Ja, müsst ihr mir sagen, ob euch das gefällt, weil wenn es euch nicht gefällt, hat es keinen Sinn, dass ich dann solche Videos mache, die sich dann irgendwie niemand anschaut. Deswegen, ja, müsst ihr mir dann schreiben in die Kommentare, ob ihr das eigentlich ganz cool findet oder eher nicht so cool. Und am besten ist es, wenn euch das Video wirklich gefällt, dann gibt es einen Daumen hoch, weil dann sehe ich, ob es euch gefallen hat oder nicht. Eigentlich war es das auch schon wieder für das Kinderzimmer. Ich muss jetzt nur noch so Deko-Spielsachen und so. Ich nehme wieder meine Lieblingslichter. So, und jetzt hole ich schnell noch die Klamotten. So, und dann wird einfach jeder ausgezogen. So, das schöne Outfit. Das ist auch schön. Was drunter? Das ist auch schön. Ah, die ist cool. Nö, nö. Was haben wir hier? Ah, das jungen Outfit nehmen wir auch. Dann nehmen wir das Junge vorne, das da und das dahinter. Die anderen Sachen können wir einfach hier unten hingeben. So,
Jetzt brauchen wir fürs Zimmer noch Deko. Spielsachen, es ist ein Kinderzimmer, es braucht mehr Spielzeug. Aber wir müssen halt sehr braunlastiges Spielzeug machen. Also alles, was so... Das muss ich irgendwo einbauen. Wo kann ich das nur jetzt noch einbauen? Tut mir leid, Lampe, aber ich glaube, du musst weg. Das können wir noch einbauen. Was ist noch braun? Das ist noch beige. Das ist noch braun. Ich hau mal einfach alles am Boden, was ich irgendwie brauchen könnte. Jetzt sortiere ich das noch schnell. Hokus pokus. Wie durch Zauberei ist das Kinderzimmer jetzt dekoriert. Na, wie gefällt euch das Zimmer? Ist es nicht wunderschön? Und das war's. Also, danke fürs Zuschauen. Ich mache euch jetzt eine Haustour. Und zwar hier ist das Badezimmer. Hier gehe ich immer aufs Klo. Und dann ist hier am Wohnzimmer mit meinem Freund. Soll ich der Freund oder lieber der Ehepartner sein? Schreibt mir das in die Kommentare. Genau, und dann müssen wir die Lampe einschalten. Dann haben wir hier das die Küche und der Esstisch, die Küche. Und dann hier unser Zimmer. Also ich schlafe natürlich oben, weil die coole Person schläft immer oben. Und hier ist mein Arbeitsplatz, da lerne ich immer. Und hier habe ich immer meine Klamotten, wenn ich mich umziehen will. Und ich ziehe mich jetzt um. Weil wir gehen jetzt auf einen Ausflug, oder? Was sagt sie? Sollen wir auf einen Ausflug gehen? Ja, unbedingt, Schwester. Ey, genau. Na gut, gehen wir. Okay, gehen wir. Oh, warte, wir müssen uns auch bei den Zuschauern verabschieden. Ja, tschüss, ihr Stinker. Spaß. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob euch dieses Video gefallen hat. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ab und zu mal wieder so ein Video sehen wollt. Ich arbeite eh schon hart an der nächsten Story, aber ich habe ein bisschen Stress und ich weiß nicht, wann die nächste Story auf Tokadares kommen wird. Aber auf Tokatoast bin ich eh schon dabei zu machen. Also ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich gebe mein Bestes, okay? Na gut, dann wünsche ich euch jedenfalls einen schönen Tag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und die Glocke zu aktivieren, genau, das war das Wort, was ich noch sagen wollte. Und vergesst nicht, auf Tokatoast zu gehen. Was sage ich noch? Oh, ich will mich ja noch bedanken bei den lieben Zuschauern, die immer liebe Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel, danke an Hello837, Christian Diek und Lamja. Vielen lieben Dank, dass ihr immer nette Kommentare schreibt. Und jetzt noch ein großes Dankeschön an unsere Kanalmitglieder. Danke Toka, Airana, Not Ambex, Mali Hippo und Sandra. Vielen lieben Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und unseren Kanal damit supportet. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar und mit etwas Glück kommt ihr in unser nächstes Video. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.